Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Tag. Die Zeit vergessen. Müsste es 29 oder 30 gewesen sein. Bei Zelte auf jeden Fall zurück. So, ich habe auch die ganze Nacht jetzt gebraucht, um halt das ganze Eisen zu verarbeiten. Das ist so viel, dass ich jetzt echt nichts anderes machen konnte. Und wollte jetzt erstmal wieder hier die ganzen Sachen, die ich noch habe, verarbeiten. Ja, was werden wir heute machen? Ich wollte mal echt versuchen, den Big Bro anzusteuern, aber vorher wollte ich noch die ganzen Ringfallen wieder aufbauen, weil die sind ja in der letzten Nacht sehr in Mitleidenschaft geraten. Ich kann uns auch gleich mal kurz nochmal das ganze Resultat ansehen davon. Aber vorher muss ich mal hier das ganze Eisen mal wegpacken. Ich weiß schon gar nicht mehr wohin. Es ist so viel. Eigentlich müsste ich das alles in Stahl umbearbeiten. Zumindest das, was ich gerade zur Verfügung habe. Aber da geht mir jetzt echt allmählich die Kohle aus. War ja schon für einen Stahlbahn ein Kohle. Ein Stück Kohle. Das ist schon echt gar nicht zu beachten, wie viel Holz man hier in dem Spiel braucht. Oh, mein Kater träumt gerade, sehe ich gerade. Liegt auf meinem Rechner, kriegt natürlich die ganze Wärme von der Wasserkühlung ab. Und ich sehe nur, wie die Schnurrhaare von ihm zucken. Ab und zu auch mal seine kleinen Füße, wobei klein ist ganz in Anführungsstrichen, denn der ist ein Maine Coon Kater. Ja, und der nimmt den ganzen Rechnerplatz ein. Ja, er träumt gerade was. Ich will jetzt auch nicht stören, vielleicht ist es ja ein schöner Traum. Vielleicht jagt er gerade eine fette Maus oder eine dicke Ratte. Weil Ratten können eigentlich auch ganz schön gefährlich sein. Ratten legen sich auch mit Katzen an. Aber ich habe schon Videos gesehen. Das ist gar nicht mal zu verachten, wie mies Ratten sein können. Aber wir können ja auch richtig gut springen, ey. Boah, das dauert aber auch, die ganzen Sachen immer wieder zu verarbeiten. Ja, wir können ja leider rezepttechnisch nichts mehr machen, denn ich müsste jetzt eigentlich die Elektrowerkbank bauen und die kann ich nicht bauen. Und mit der Elektrowerkbank könnte ich halt die ganzen Sachen hier herstellen. Hier, das Bild passt ja auch noch nicht ganz. Das ist ja der manuelle Generator, so wie da dran steht. Hier ist der Motor, hier die Wasserpumpe. Hier gibt es bestimmt auch noch Zäune, aber ohne die Elektrowerkbank geht es einfach nicht. Nee, nee. Denn dieser Abschnitt wurde hier noch nicht freigeschaltet. Ich hoffe mal, das kommt mit den nächsten Patchen rein, dass sie das mal reinbauen. Das ist auch so machen, dass ich vielleicht mit dieser oder nächste Folge mal Zelter zumindest mal lange pausiere und immer mal wieder reinschnuppern, wenn ein neuer Patch eingespielt worden ist. Hoffe auch, dass sie derzeit nicht die Spielstände abstürzen, weil das wäre nicht so schön. Weil ich habe ja schon mal wieder neu anfangen müssen. Zwar jetzt nicht mit dem Spielstand hier, zum Glück. Ich mache ja auch jeden Tag Sicherheitskopien, weil mir das einfach ein bisschen zu riskant ist, den Spielstand so zu lassen. Zu viel Eisen. Einzige, was ich machen könnte, das würde ich aber offline machen. Immer wieder mal Holz farmen und die ganzen Sachen zu verarbeiten. Denn wenn ich jetzt hier schon die Kohle-Ecke für Eisen benutzen muss, ist es schon ein bisschen heftig. Oh, guck mal, da liegt jetzt so viel Holz direkt neben der Basis. Was sollen wir machen? Wir wollten uns auch die Resultate ansehen, was die letzte Nacht für Zerstörung gewütet hat. Wir haben in letzter Folge auch die Taschen, den großen Rucksack hergestellt. Ja, die halten schon Wache, weil mir das alles so ein bisschen riskant geworden ist. Und guck mal, die sind bis zum hier vorne durchgedrungen. Das ist schon heftig. Viele das jetzt sind. Gar nicht genug herstellen jetzt.
Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Munition herstellen und dann legen wir uns mal mit dem Big Bro an. Ich frage mich, wie stark der ist. Da muss ich aber ganz nach oben gehen. Da liegt jetzt noch mehr Holz. Das Einzige, was ich für mich machen muss, da ich ja Munition verliere, werde ich jetzt ein bisschen noch was für mich herstellen. Vielleicht ist es auch ein Selbstmordkommando, was ich jetzt hier mache. Vielleicht ist er ja gar nicht so stark. Ich werde bestimmt noch den Tag vor den Abend loben. Ich werde jetzt noch ein bisschen Munition herstellen. Und dann gehen wir mal nach oben. Schauen uns mal den Big Bro an. Jetzt bestimmt bereuen, aber ich will es trotzdem mal versuchen. Da werde ich jetzt auch gleich alle für mitnehmen. So, bevor es jetzt noch später wird. Bestimmt reicht das nicht, aber das ist mir jetzt gerade nicht so wichtig. Dahin. Die ganzen Sachen kann ich noch wegsortieren. So. Das Holz kann noch hier hin. So. Ist auch schon voll. Ah, ich könnte ein paar Klingenfallen wiederherstellen. So. Essen habe ich jetzt nichts. Ich könnte den noch ein bisschen davon geben. Und vielleicht auch mal. Wisst ihr was? Das machen wir jetzt einfach mal. Teil mal das Wasser auf. Aufheben. Moment. Jetzt gleich so. Ich bin durstig. Ja, gut. Ist halt so. Okay, die ist noch. Okay, die ist noch voll. Die hat noch genug zu essen. Sie hat jetzt nichts zu essen mehr. Das können wir ändern. Und sie hat auch noch genug, aber die kriegt jetzt trotzdem noch was. Und was zu trinken. So, du kriegst jetzt auch noch was zu trinken. Und ich trinke was. So. Dann folgt mir mal. Dann legen wir uns jetzt mit dem Big Bro an. Folgen. So, du kommst noch mit. Stimmt, werde ich es bereuen. Weil alle draufgehen werden. Der Big Bro ist ja da oben. Ich habe auf jeden Fall genug Munition. Bin auf jeden Fall gut ausgestattet. Ah, ihr macht das schon jetzt. Ihr seid jetzt so viele. Währenddessen sammle ich mal alles auf, was ihr erlegt. Ah, hier kann man schon sehen, wie gut ich hier abgefarmt habe. Ah, der war ja hier. So, jetzt mal hier lang. Hier war ich aber auch noch nie. Ich muss irgendwie jetzt da hinkommen. Naja, komme ich noch nicht so da lang. Muss ich jetzt wahrscheinlich noch hier lang gehen. Jo. Komm, er macht das jetzt mal hier. Räumt mal hier die Gegend auf.
Also ganz schön viele, muss ich sagen. Okay. Und da ist leider einer unserer Kolleginnen draufgegangen. Ach, die Blonde. Ich werde jetzt trotzdem versuchen. Ah. Mein Beutel ist voll. Es ist schon wieder Abend. Was mich jetzt aber interessieren würde. Ob ich jetzt eine neue Begleiterin kriegen würde. Aber ich wollte mich jetzt trotzdem mal mit dem Big Bro anlegen, der ist ja hier unten. Der ist hier unten. Hier unten ist der Big Bro. So, wünscht mir Glück, Leute. Man hört ihn schon. Okay. Okay. Ah, ist er. Wow. Schießt, Leute! Schießt! Schießt doch! Wir schießen nicht! Wir schießen nicht! Oh Gott, der ruft noch mehr. Okay, ich glaube, ich werde es bereuen. Mit mir. Okay. Ich habe jetzt nicht mit gerechnet, dass die halt, nicht schießen. Da muss ich doch mich doch zurückziehen. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht nach. Denn das ist mir doch ein bisschen zu riskant. Mit so wenig Munition da ihn anzulegen mit. Ich möchte das ja lieber echt nochmal so, dass ich mich nochmal zurückziehe. Oh, da liegt so noch Kugeln. Hui, 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 hui. Hat aber ganz schön viel ausgehalten, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Schaden gekriegt. Ich dachte, ich hätte mehr gekriegt. Das hat doch ganz schön an Munition gekostet. Wo ist die andere? Ah, Gott sei Dank. Ist einfach nur müde. Wir sind beide müde. Ja, okay. Das war ja nicht so ein großer Unterfangen, leider. Ich dachte schon, dass es besser gelaufen hätte. Aber nö, der braucht ja doch viel Munition, obwohl ich schon die beste Waffe habe. Jetzt könnt ihr schlafen. Ja, war leider keine gute
Würde ich sagen, keine gute Jagd. Die haben auch schon ganz schön viel Leben verloren. So, ich werde jetzt erstmal ein bisschen Munition für mich noch herstellen, weil ich weiß ja nicht, ob da jetzt noch in der Nacht Zombies kommen werden. Und ich möchte ein bisschen vorbereitet sein, wenn ich schon hier alleine bin. Was es zumindest mit der Verteidigung angeht. Haben wir die denn? Ja, da, Gewehrmunition. Hält ja doch ganz schön viel aus. Habe ich jetzt nicht, echt nicht mit gerechnet. Aber die wenigstens sind die halt gut dafür da, wenn halt noch mehr Zombies kommen, dass sie die wenigstens ablenken, wenn er schon welche ruft. Ja, für den ersten Versuch war das, finde ich, jetzt nicht so schlecht. Auf jeden Fall noch mehr Munition. Auch ganz viel für den. Essen stelle ich echt einmal komplett 20 her. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so verkehrt. Aber erstmal würde mich jetzt interessieren, ob ich halt in der Nacht wieder eine neue Begleiterin finde. Ob das halt wirklich nur so bleibt mit der Anzahl, die ich jetzt habe. Und auch erstmal das verarbeiten, was ich hier alles habe. Ich bin erschöpft. Okay. Ah, oh, die kann erstmal da bleiben. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich hoffe, ich sehe gleich wenigstens irgendwo stehen, dass eine Zombie-Invasion kommt, wenn einer kommen sollte. Wenn sie einfach so auf einmal wieder da sind, das wäre nicht so schön. So, mein Magen wieder vollhauen. Ja, trinken auch. So. Haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben Eisen wieder, wir haben Stoff. Stoff packen wir erstmal dahin. Pistolen können erstmal wieder da unten hin. Super. Genau das, was ich nicht wollte. So, das. Ah, war ja leider nicht so ein großer Erfolg, wie ich jetzt gehofft habe, aber der hält ja wohl echt viel aus, obwohl er den ganzen Munition in ihm reingeschossen habe. Und daraus werde ich jetzt erstmal ganz viel Holzbretter machen. Das muss noch weg. Flasche. Ah. Kann man noch vielleicht gebrauchen. Nicht jetzt unbedingt, aber weiß ja nie. Ein bisschen, so eine Flasche kann ja nicht schaden. Ja, einfaches Brett wollte ich nicht. Ich wollte schon Holzbrett haben. Oh, das wird lange dauern. Ja, das wird lange dauern. Ich werde auf jeden Fall auch mal versuchen, den Big Bro zur Strecke zu bringen. Denn das hat mich jetzt echt nicht zufriedengestellt. Ich hoffe nicht, dass er sich regeneriert jetzt während der Zeit, wo ich halt nicht da bin. Das wäre nicht. Ja, das wäre echt kacke. Boah. So, aber während ich jetzt die ganzen Bretter mal herstelle, würde ich mich auch schon mal langsam verabschieden. Und mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Vielleicht mache ich doch noch ein, zwei oder vielleicht auch noch drei Folgen. Ich würde mich mal interessieren, ob jetzt eine, ob ich eine neue Begleiterin finde oder Begleiter. Weil die anderen beiden haben auch nicht mehr so viel Leben. Ja, die haben echt nicht mehr viel Leben. Ja, ich hoffe einfach mal, ich denke mal, die haben irgendwie die Zahl auf 3 gesetzt, weil ich hatte jetzt auch die ganze Zeit keinen dritten mehr gefunden, keinen vierten mehr gefunden. Ja, und dann werde ich mal schauen, ob ich dann doch noch mal eine vierte Person finde. Eine dritte Person finde wieder.
Aber ich verabschiede mich jetzt und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. So, jetzt aber wirklich. Aber vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Zelta. Tschüss.